Hallo zusammen. Heute gibt es mal wieder ein Update aus dem Weinberg. Die Weinlese 2021 ist zu Ende und es war wirklich nicht leicht. Also das Jahr war von Anfang bis Ende eine Herausforderung. Es hat super viel geregnet. Es war wirklich nicht warm. Das heißt, wir mussten beim Pflanzenschutz echt Vollgas geben. Dadurch, dass wir ökologisch und biodynamisch arbeiten, können wir auch nur natürliche Hilfsmittel einsetzen, wie zum Beispiel Schwefel oder Backpulver. Zusätzlich nutzen wir auch noch einfach Pflanzentees, um die Weinreben ein bisschen zu stärken, ein bisschen zu vitalisieren. Ähnlich wie bei uns Menschen, wenn das Immunsystem tiptop gesund ist, werden wir auch nicht so schnell krank. Und so müsst ihr euch das auch bei den Weinreben vorstellen. Während der Weinlese hat es dann natürlich auch ein bisschen geregnet. Das war ziemlich blöd, weil Regen heißt dann auch immer gleich, dass die Trauben anfangen können zu faulen. Da müssen wir uns auch echt bei unserem Team bedanken. Also so viel Danke sagen können wir gar nicht. Die haben echt alles gegeben. Super viel mit der Hand gelesen, was wir ja jedes Jahr machen. Aber dieses Jahr war es wirklich der Schlüssel zu einer guten Qualität, weil man hatte doch hier und da mal ein bisschen Botrytis gehabt. Das war einfach nicht auszuschließen. Es hat so viel geregnet, da war das klar. Die Trauben haben wir einfach vorher mit der Hand rausgelesen, haben wirklich nur das, was tiptop gesund war, am Stock hängen gelassen. Dadurch konnten wir die Trauben auch sehr, sehr lange am Stock reifen lassen. Hatten dadurch wirklich ein tiptop Aroma. Die Trauben waren am Ende des Herbstes so aromatisch, gerade die Rieslinge, man hat gedacht, man isst Gummibärchen, so intensiv war das Aroma. Es war schon auch ein bisschen säurebetont, aber jetzt nicht, wie es viele immer denken, säurebetont heißt gleich unreif und dass man Bauchschmerzen bekommt, sondern wir haben dieses Jahr einfach ein bisschen mehr die Zitrusaromatik, ein bisschen mehr so dieses typische Cool Climate in den Wein, was super viel Spaß macht. Also es war wirklich ein Jahrgang, der ganz, ganz viel Arbeit gefordert hat, der ganz viel Detailarbeit, ganz viel Handarbeit auch vorausgesetzt hat. Aber die Qualität ist einmalig, das ist ein Jahrgang, wie ich den jetzt noch nie erlebt habe. Was ganz, ganz Einzigartiges. Natürlich mussten wir auch viel entblättern, dass das bisschen Sonne, was da war, an die Trauben drangekommen ist. Das haben unsere Jungs, unser Team auch einfach super gut gemacht. Jörg, Sabine, Oma, Opa, ich, alle waren draußen im Vingert und haben alles gegeben für die Qualität. Und das werdet ihr auch in diesem Jahrgang schmecken. Und seid schon mal gespannt auf die Weine aus 2021.